Hi Leute, willkommen zum neuen Fishing Point Video. Ich bin wieder hier an derselben Stelle, wo ich das letzte Mal beim Wiederangeln den Zander auf dem Eis gefangen habe. Und diesmal habe ich beide Routen mit, auch die neue. Eigentlich beide sind neu, aber die letztgekaufte ist die neuere. Habe ich ebenfalls mit. Ja, habe die Stelle angefüttert. Und mal sehen, was sich heute so tut. Von der Aktion her gefällt mir die neue, also die letzte Route, die ich gekauft habe, besser. Die ist etwas härter, ist ja auch heavy. Die werde ich auch am Fluss verwenden. Die andere ist deutlich weicher. Aber hier für den See ist es gut geeignet, habe ich auch nicht so eine Weite, also Wurfweite, was ich hier bewältigen muss, und daher ist es eigentlich kein Problem. Ja, und jetzt warten wir mal ab und schauen wir mal, was passiert. Auf der einen Route habe ich ein Abda, auf der anderen Route habe ich einen Smoke Pop-Up und ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich dann am Ende wieder auf Mais umstellen. Mit Mais habe ich ja das letzte Mal eigentlich sehr gut gefangen hier. Mal sehen, auf jeden Fall die eine Route lasse ich auf den Smoke Pop-Up und die andere Route werde ich dann immer wieder wechseln und verschiedene Köder ausprobieren. Ich zeige euch mal. Also, auf der einen Route habe ich dieses drauf, in der größten Größe, also 11 mm. Und dann habe ich hier dieses Smoke Pop-Up in der Größe 12 mm. Das habe ich auf der anderen Route drauf. Ja, dann habe ich hier noch Colorball, Abdas. Dann Smokeball ab das und noch so ein Teil. Also ich kann da auf jeden Fall einiges variieren. Ja, drückt mir die Daumen, dass heute was geht. Schön abgezogen auf der neuen Route und jetzt lassen wir ihn wieder zurück. Also der Bann ist gebrochen, der erste Fisch ist gefangen und jetzt werde ich die Route neu bestücken, beködern und ja, auf ein neues. So Leute, der nächste Fisch, diesmal eine Karausche, wieder auf die neue Route. Ich zeige
durch den kleinen. Und es geht auch gleich wieder zurück mit ihm. So Leute, die Futterstelle ist endlich angenommen. Hat ungefähr jetzt eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde gedauert. Aber jetzt geht's dahin. Ich werde höchstwahrscheinlich eine Route wieder herausnehmen. Ich möchte hier kein Doppelbiss oder sonst irgendetwas, beziehungsweise Doppelrun. Obwohl auf der anderen Route, auf das Pop-Up, auf das 12mm Smoke-Pop-Up, gibt es sowieso nicht so viele Bisse, aber es sind schon Fische durch. Ich habe schon kleine Zupfer gesehen. Kann aber auch sein, dass die im Futterkorb spielen. Ja, auf jeden Fall, ich werde wieder die Route neu bestücken und dann ja, auf ein neues hoffen, dass diesmal wieder ein Karpfen anbeißt. So Leute, wieder ein Fisch. Und diesmal eine Brasse. Ja Leute, jetzt ist es um 6:45 herum. Langsam kommen die Brassen auf die Maiskörner. Das war beim letzten Mal genauso. Ich habe am Schluss nur noch Brassen gefangen und deshalb habe ich dann das Angeln beendet. Ich werde jetzt Köder tauschen, ich werde jetzt auf Abtas und Pop-Up wechseln. Hoffe dann, dass damit die Karpfen wieder aktiv werden. Futterstelle ist gut gefüttert. Werde jetzt die zweite Route auch wieder einsetzen und hoffe natürlich, dass noch einige Karpfen hier gehen. So Leute, drei Fische auf der Habenseite, drei unterschiedliche Fische auf der Habenseite, also ein Karpfen, eine Karausche und eine Brasse. Ja, seitdem hat sich eigentlich nichts mehr getan. Ich habe jetzt auf der einen Route Schoko, Haselnuss, Abta drauf und auf der anderen Route habe ich eine Tigernuss drauf, hat sich eigentlich nichts getan. Ja, habe zwar wieder ordentlich angefüttert und natürlich Futterkorb ist auch gefüllt jedes Mal. Jetzt geht langsam die Sonne unter. Ich habe auch keine Scheinwerfer und sonst kein Licht oder irgendetwas für Nachtangeln mit. Daher werde ich dann jetzt schön langsam zusammenpacken. Ich werde alles schon vorbereiten, damit ich dann am Ende nur noch die Routen zusammenpacken muss und dann zum Auto gehen muss, dass ich da nicht im Dunkeln herumtappe. Ja, wie gesagt, drei Fische konnte ich fangen. Für drei Stunden angeln ist das eigentlich sehr gut. Ja, wenn man noch dazu bedenkt, hier zwei Angelstellen weiter ist ein Karpfenangler, also ein Angler, der also mit Boilies auf Karpfen angelt, der hat jetzt schon, glaube ich, dreimal angefüttert, seit ich hier bin. Also jede Stunde tut er mit der Futterrakete ordentlich.
gleich anfügt. Er ist schon seit gestern da. Ich denke mal, da wird er ordentlich schon Futter hineingebracht haben. Und da ist es natürlich schwer, dann die Fische wieder hierher zu locken, wenn dort mehr Futter zu finden ist. Aber wie gesagt, ein Karpfen, eine Karausche und eine Brasse konnte ich dann doch noch überlisten. Und ja, das Feederangeln mit der neuen Route gefällt mir sehr gut. Es ist etwas härter als die andere Feederroute, die ist doch ziemlich weich. Die härtere Route gefällt mir eindeutig besser. Und ja, also Leute, das war's. Ich möchte mich von euch verabschieden. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Fishing Point Video.